Sondersitzung des Deutschen Bundestages. Unter der Kuppel des Berliner Reichstagsgebäudes geht es nicht nur um die Solidarität mit Griechenland, sondern, wie die Bundeskanzlerin sagt, um die Zukunft Europas. Wenn wir an all die Herausforderungen denken, die vor uns liegen, den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine, die Flüchtlinge, die Bedrohung durch die terroristischen Organisationen, allen voran IS, dann kann ich nur sagen, wir haben hier nicht nur über Griechenland entschieden, sondern dieses ist eine Entscheidung für ein starkes Europa und eine starke Eurozone. Und deshalb steht sehr viel mehr auf dem Spiel. Und deshalb sollten wir alles versuchen, damit mit der Aufnahme der Verhandlungen auch ein erfolgreicher Abschluss verbunden ist. Dementsprechend hat der Deutsche Bundestag mit großer Mehrheit der Aufnahme von Verhandlungen zur Rettung Griechenlands zugestimmt. Gleich zu Beginn der Debatte bekommt Bundesfinanzminister Schäuble Rückendeckung und Anerkennung für sein Verhandlungsgeschick. Minutenlanger Applaus aus den Reihen der Unionsfraktion. Kritik der Opposition, die Rettungspolitik sei gescheitert, weist Schäuble gelassen zurück. Die zwei Programme für Griechenland sind übrigens nicht gescheitert. Und der IWF hat noch in seiner Analyse im Herbst vergangenen Jahres gesagt, gegen viel Skepsis ist Griechenland auf einem guten Weg gewesen. Der Kurs der neuen griechischen Regierung, die viele Reformschritte rückgängig gemacht hat, habe den Aufschwung abgewürgt, das Taktieren bei den Verhandlungen in Brüssel zudem Vertrauen zerstört. Insofern wundert es nicht, dass einige Unionsabgeordnete daran zweifeln, dass mit einem dritten Hilfsprogramm die wirtschaftlichen und strukturellen Probleme Griechenlands gelöst werden können. Die große Mehrheit in der Union sieht es aber wie Fraktionschef Kauder. Und deshalb geht es heute nicht nur in erster Linie und allein um die Frage Griechenland oder nicht, sondern es geht um die Zukunft Europas. Und es geht darum, dass wir denjenigen, die diesen Weg massiv vorantreiben, Eurozone zusammenzuhalten, Europa wettbewerbsfähig zu machen, in der Welt zu zeigen, wir Europäer halten zusammen und intern zu sagen, jeder muss den Beitrag bringen. Es reicht nicht allein, damit Europa wettbewerbsfähig ist, dass Deutschland wettbewerbsfähig ist. Jeder muss seinen Beitrag leisten und auf diesem Weg unterstützen wir denjenigen, der eine Hauptlast der Verhandlungen getragen hat, Wolfgang Schäuble und Angela Merkel. Mit Mandat des Deutschen Bundestags kann jetzt weiter verhandelt werden, um die Details für ein drittes Hilfsprogramm festzulegen. Nach Einschätzung von Bundesfinanzminister Schäuble dürften aber auch diese Verhandlungen mit der griechischen Regierung außergewöhnlich schwer werden.